Hi und herzlich willkommen meine lieben Fitnessfreunde zu meinem Video und wenn du neu bist hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Liegestützen und zwar wie man sie richtig ausführt. Liegestütze habe ich einfach in vier Phasen aufgeteilt. Erste Phase, wie müssen eure Hände stehen. Zweite Phase, wie euer Rumpf bzw. eure ganze Midline. Dritte Phase, wie ihr Drehmoment in eurem Schultergelenk erzeugt und vierte Phase, wie eure Unterarme dann in der Endposition stehen sollten. Fangen wir mal mit Nummer 1 an, eure Handstellung bzw. wie weit die Hände auseinander sein sollten. Empfehlenswert ist natürlich, wenn eure Handgelenke direkt unter eurem Schultergelenk stehen. Warum sie nicht weiter auseinander stehen sollten, erkläre ich dann im weiteren Punkt. Zweitens, euer Rumpf. Euer Rumpf muss quasi immer auf Spannung sein, denn wenn ihr Bauch und Rückenmuskulatur bewusst anspannt, dann bringt ihr euer Becken in eine neutrale Stellung und somit bekommt ihr eure ganze Linie am Rücken richtig schön gerade hin. Deswegen, wenn ihr in die Ausgangsstellung zu einer Liegestützposition geht, immer Bauch und Rückenmuskulatur anspannen und das Gesäß dazu auch noch anspannen, dass euer Becken einfach in die neutrale Stellung kommt, dass das eben nicht nach vorne oder nach hinten geneigt ist. So, dann Nummer 3, Drehmoment erzeugen. Das ist eines der schwierigsten für die ganzen Athleten, für alle Sportler, Drehmoment in ihrem Schultergelenk zu erzeugen. Wenn wir bewusst unser Schultergelenk in eine Außenrotation bringen, spannen wir somit unseren Trizeps und unsere Brustmuskulatur an. Also Außenrotation, Schulter aktivieren für Trizeps und Brustmuskulatur und mit dieser Außenrotation bringt ihr eure BWS, also eure Brustwirbelsäule, wiederum in eine neutrale Stellung, da eure ganzen Muskeln durch diese Außenrotation und durch die Anspannung der Brustmuskulatur und des Trizeps dann auf eine gerade Linie kommen. Den Drehmoment erzeugt ihr am besten, indem ihr euch denkt, indem ihr eure Armbeuge nach vorne bringt, eure Handflächen aber auf dem Boden bleiben und ihr dann quasi eure Schultern nach hinten dreht. So, und Nummer 4 für den perfekten Liegestütz ist in der Endposition, dass eure Unterarme senkrecht nach oben stehen. So, jetzt nochmal zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, eure Hände bzw. eure Handgelenke nicht so weit auseinander zu bringen, hat einen ganz einfachen Grund. Umso weiter ihr eure Handgelenke von der Schulter bzw. von dieser Säule, von der beschriebenen Säule, wo ich vorhin gesagt habe, wegbringt, desto weniger seid ihr imstande, einen richtigen Drehmoment aufzubringen. Und der Drehmoment ist einer der wichtigsten Faktoren beim Liegestütz, denn dadurch geht ihr gleich in der Anfangsposition schon auf Grundspannung, bringt eure ganze Midline auf Spannung, mit der Rumpfspannung seid ihr auch noch gerade und dann könnt ihr den perfekten Liegestütz runterhauen. Und das waren schon meine kleinen kurzen Tipps und versucht's einfach daheim, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie ihr sonst immer Liegestützen gemacht habt. Genau, und das war's hier. Danke fürs Zuschauen. Euer Andi vom Kanal FitTBA. Ciao.